So. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Pressevertreter, ich darf Sie sehr, sehr herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz hier im Freiheitlichen Landtagsclub begrüßen. Ganz klar und offen sagen, dass das Boot voll ist. Und wir erleben auch immer mehr Widerstand in der Bevölkerung. Ja, es hat auch die Landesregierung eine Mitverantwortung an dieser Situation. Zäune und Grenzen werden das Problem nicht lösen. Bitte. Ich darf Sie auch recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ja, der Islam ist ein Teil Österreichs. Wir haben zu wenig Willkommenskultur, dass der durchschnittliche Zuwanderer intelligenter als der Österreicher sei. Und so gesehen ist Handlungsbedarf gegeben und wir lassen da auch die eigene Bevölkerung nicht im Stich. Das Boot ist voll. Ja, das ist richtig. Aber man muss auch sagen, dass das Boot, in dem wir uns heute befinden, sich am Untergehen befindet. Ne? Ich darf nur mit das Wort an den Norbert Hofer übergeben. Wir schreiben jetzt das Jahr 2016. Das heißt, meine Aufgabe wird es sein, wenn ich gewählt werde, zuerst die Regierung zu mir zu bitten und gemeinsam einen besseren Weg zu finden. Ich möchte auch eines unterstreichen, was auch der Bundesparteitag angesprochen hat. Ich habe kein Verständnis dafür, dass ausgerechnet bei jenen so massiv gespart wird, die sich überhaupt nicht wehren können. Wer auch immer mit seiner Partei die Stimmenmehrheit erreicht, ob Parteiobmann oder Parteiobfrau, wird von mir den Auftrag erhalten, Regierungsverhandlungen zu führen. Und wenn das die Grünen sind, dann werden die Grünen diesen Auftrag erhalten. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir natürlich ein herzliches Grüß Gott. Ich darf ich einmal Danke sagen, darf aber dir, lieber Norbert, nachträglich noch einmal zum Geburtstag gratulieren. Danke. Ich habe gestern nicht die Möglichkeit gehabt, es gibt ein gutes Gottfall. Und sei dir gewiss, es ist ein heimischer, guter Wein aus einer Gegend, die sehr gut kennst. Danke.